So, Freunde, und damit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge Little Nightmares. Ja, heute mal mit Öhen, denn das I hat sich für den heutigen Tag mal ein bisschen Urlaub gegönnt. Und wir sind hier ja immer noch gefangen. Wir wurden ja beim letzten Mal von diesen komischen Langfinger-Gnomen hierher gebracht und müssen jetzt natürlich erst einmal versuchen zu entkommen. Dafür stehen wir mal eben kurz fix auf. So, wie stellen wir das denn jetzt an, dass wir hier rauskommen? Können wir das hier vielleicht irgendwie runterschubsen? Ah, alles klar. Ja, wir können das hier wohl runterschubsen. Warte. Wie aggressiv die Kleine einfach ist. So. Klappe geht natürlich auf. Zu unserem Gunsten natürlich. Und hier sind noch weitere gefangene Mädchen. Mich würde ja immer noch interessieren, sind das dieselben Gestalten, wie wir sind quasi? Also ich sag mal von derselben Spezies. Merkwürdig ausgedrückt. Es kann ja vielleicht sein, dass wir einfach ein bisschen jünger sind, deshalb noch recht klein. Das weiß man ja natürlich nicht, ne? Oder dass wir vielleicht auch einfach die Kinder sind von diesen komischen Monstern, die hier überall rumlaufen. Das kann natürlich auch sein. So, hier ist auf jeden Fall ein Hebel, den brauchen wir höchstwahrscheinlich, um hier rauszukommen. Da kommen wir aber so nicht ran, nee. Können wir da irgendwas hinziehen? Können wir... Wirklich, wirklich den Käfig mit der... Ja, komm. Komm. Ey, dieses Spiel, das überrascht mich immer wieder aufs Neue, ey. Dieser... Oh. Ich finde das schön an dem Spiel, ist ja tatsächlich diese Grausamkeit teilweise, die sie hier so eingebracht haben. Weißt du, einfach ein Käfig, wo noch jemand drin ist, einfach dafür benutzen, um an einen blöden Hebel ranzukommen, damit wir entkommen können. So. Einmal runtergezogen. Ich denke mal, das Tor wird wahrscheinlich gleich wieder zugehen. Deswegen, wir müssen bestimmt, ich kann mir so schon vorstellen, wir müssen jetzt bestimmt schwingen. Deswegen mache ich das auch direkt mal. So. Einmal hin und her. Und so sollte, glaube ich, reichen. Ja. Gut, das wäre schon mal geschafft. Geht die Tür auf? Kitty, hallo? Ich würde hier ganz gerne... Hallo? Ja, toll. Und jetzt? Jetzt bin ich hier gefangen, oder was? Oder kann ich hier am Gitter hochklettern? Ah, ich kann tatsächlich am Gitter hochklettern. Alles klar. Es sah mir so verdächtig nämlich aus. Es sah mir schon recht verdächtig aus. Yeah. Und ganz kurz mal eben. Können wir hier speichern? Es geht tatsächlich. Alter, ist das... Ist das eine Guillotine? Ja. Komm, wir gehen einfach weiter. Also das Spiel überrascht mich immer wieder aufs Neue. Das ist echt... Ich habe gerade die Schritte von Herrn Langfinger-Gnom gehört. Ich habe ein bisschen Bammel. Und irgendwer schnauft da. Ist bestimmt Darth Vader LP. Hallo? Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall schleichen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall schleichen. Wie machen wir das? Ich versuche jetzt erstmal ganz vorsichtig hier... Oha. Okay. Okay, komm. Nein! Oh, ist das richtig? Ist das richtig, dass ich hier reingegangen bin? Alter! Boah, ist er ekelhaft! Ist der Typ ekelhaft! Mit seinem komischen Hut, Alter! Was ist der denn? Indiana Jones? Ja, genau, da hinten habe ich es auch irgendwo gehört. Geh mal da gucken. Ich bin auf gar keinen Fall hier hinten im Käfig. Genau, geh mal wieder an die Arbeit. Alles gut, das waren wahrscheinlich nur Mäuse oder so. Was hat er denn überhaupt um den Kopf gewickelt? Oder ist das seine Haut, die da irgendwie aufgestülpt wurde? Sieht ja ein bisschen so aus, ne? Immer jetzt ohne Scheiß, Alter. Ist das wirklich die Haut, die er sich da runtergezogen hat, dass das sein Schädel da ist? Ja,
Ist er bald mal fertig? Wie ekelhaft einfach ist, Alter. Widerlich. Aber der sieht nicht, ne? Der sieht nichts. Der hört, glaube ich, nur. Kann das sein? So, genau. Arbeite du mal. Was macht er da eigentlich? Ich will mal ganz kurz gucken. Was macht er da eigentlich? Der verpackt da irgendwas. Sind das... Oh nein. Sag nicht, das sind... Der sucht schon wieder. Hat er uns gerade schon wieder gehört? Oder was macht der denn die ganze Zeit? Boah, Alter, Anspannung pur hier. Ich finde den Hut ja irgendwie witzig, ne? Jetzt komm mal endlich weiter! Ich habe heute noch Termine! Diese kleinen Mini-Beine, Alter. Wie er mit seinen Nacken... Alter, wie er den Nacken knackt, ey. Das ist... Igitt. Igitt. Der sucht aber ziemlich lange, ne? Na komm. Zurück an die Arbeit, Kollege. Du wirst hier nichts fürs Rumstehen bezahlt. Jetzt will ich mal sehen, was macht er da. Der verpackt da auf jeden Fall irgendwas. Sag aber nicht, das sind die anderen Mädchen. Okay, pass auf, warte mal. Jetzt sucht er schon wieder. Das gibt's doch nicht. Warte mal, ich gehe mal ganz vorsichtig hier raus. Okay, warte. Ganz leise. So, hier warte ich mal eben kurz und... Okay, da ist ein Loch. Da können wir sicherlich... Boah, ist da widerlich, der Typ. Ist der widerlich. Hier können wir auf jeden Fall gleich durchs Loch kraxeln, wenn wir uns beeilen. So, warte mal, jetzt ist er da hinten. So, jetzt. Komm, rein da. Okay, komm, 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 komm. Nicht, dass er uns jetzt verfolgt, oder? Verfolgt er uns jetzt? Ich hoffe nicht. Ich warte mal ganz kurz. Der scheint da hinten aber einfach nur blöd rumzulaufen. Oh, ich habe echt Schiss. Nicht, dass er uns hier hört, ne? Ich habe jetzt keine Ahnung, ob wir hier wirklich safe sind. Können wir das hier aufmachen? Können wir das hier... Hier ist irgendwie so eine... Ah, okay, alles klar. Ich verstehe schon. Warte. Den einmal hier rein. So, und dann einmal drehen. Oh. Ja, danke, Spiel. Vielen Dank. Ey, du bist doch recht ein Arschloch. Was? Oh Gott. Ich dachte, der kommt nicht rein. Boah. War das unser erster Tod gewesen? Nee, unser zweiter, glaube ich. Oh nee, jetzt, wir fangen von hier nochmal an. Alter, wie mies. Wie mies einfach nur. Okay. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Wir wissen jetzt ja, wie die Maus läuft, ne? Wir wissen jetzt ja, wie der Hase hier läuft. Ich will nochmal ganz kurz gucken. Was macht er da? Der wickelt da... Boah. Mit seiner scheiß Schere da. Ich glaube, der wickelt da gerade wirklich diese kleinen Mädchen ein. Die Frage ist natürlich nur, wofür? Dann werden die da rangehängt und dann fahren die... Wo fahren die dann hin? Oh ja, das sind auf jeden Fall Mädchen. Oh Gott, wie grausam. Ey, das Spiel ist echt krass drauf an einigen Stellen. Das muss ich ja wirklich sagen, ne? So, rein da, rein da, rein da, rein da, rein da. Oh Gott. Oh. Ich dachte echt, der kriegt uns schon wieder. Der mit seinen langen, ekligen Armen, Alter. Der ist so widerlich, der Junge. Geh weiter, geh weiter. Geh, komm. Jetzt ist er aber ein bisschen krasser drauf. Jetzt hat er uns wirklich extrem heftig gehört. Hm. Okay, pass auf. Ich warte, bis er wieder hier hinten... wieder rumgammelt. Dann laufen wir schnell durchs Loch und dann müssen wir mal gucken. Dann muss ich mal ganz kurz überlegen, wie wir das denn mit der Seilwinde machen. Ich glaube, wir müssen die wirklich nur ein bisschen aufmachen und dann direkt loslaufen. Genau. Du gehst jetzt mal da hinten hin. Ich gehe mal ganz vorsichtig raus. So.
Durch hier, komm. Na, kommt er jetzt hier rein? Jetzt habe ich echt so ein bisschen Bedenken, dass er hier wirklich reinkommt. Ich frage mich ja natürlich auch, was ist eigentlich, wenn wir hier einfach nur stehen bleiben? Mann, das ist schwierig mit der Seilwinde jetzt, ne? Bleibt die jetzt auf oder geht die zu? Na komm, ich versuch's einfach nochmal. So, nochmal rein. Okay, pass auf. Wie machen wir das? Ich mach jetzt einfach. So, renn und runter. Oh Gott, geschafft. Alter. Oh, was sind das hier? Warum liegen hier Schuhe? Das würde mich auch mal interessieren. Bestimmt von den ganzen Mädchen. Das ist bestimmt ApoRed, der hier seine Schuhe hortet. Okay, hier sieht es mir einigermaßen sicher aus. So. Ich will da... Boah, ich drücke immer die falschen Tasten. Warum fühle ich... Hier, guck, rote Schuhe. ApoRed war hier, 100%. Der war 100% hier. Der ist nämlich der wahre Übeltäter. Der ist nämlich wirklich der wahre Endgegner in diesem Spiel. Ach du Scheiße. Das ist ja fast wie bei DuckTales, nur nicht mit Geld, sondern mit Schuhen. Okay, das sieht ja sicher aus. Ich ahne Böses. Ich ahne wirklich Böses. Okay, los. Komm. Ja, ich hab, da siehst du, da kommt nämlich gerade was. Komm hoch da, geh da hoch. Oh Gott. Was ist das? Und da fallen Schuhe runter. Guck mal. Erinnert mich ja gerade wirklich so ein bisschen aus Star Wars Episode 4, als sie in dieser Müllpresse waren, mit diesem komischen Vieh. Okay, als nächstes müssen wir da hinten hin. So. Oha, geh da hoch, du! Warum gehst du da nicht hoch? Oh. Okay, nochmal. So, steh auf, faule Socke. Du musst arbeiten. So, wie kommen wir da... So, okay, jetzt hab ich's. Ich muss X und R2 gleichzeitig drücken, glaube ich. Komm, geh da hoch. Ja, sauber. Gut. War es das schon? Oder müssen wir... Ach du Kacke, das werden wir doch niemals im Leben schaffen.